Ich hatte unruhige Träume. Wir sollten besser wach bleiben. Wer bist du? Warum verschlägt es einen ruhmvollen Mann wie dich in diese gottverlassene Gegend? Dann behalte deine Geheimnisse für dich. Ewig kannst du sie aber nicht vermehren. Ich wecke Bernhof von Geidemar. Nenne deinen Namen! Zum Glück konntest du nicht schlafen. Da war weder Glück noch Zufall am Werke. Ich träumte von einer dunklen Gestalt, die in einen grauen Mantel gehüllt war. Und gerade eben stand diese Gestalt dort und warnte mich vor dem Hinterhalt. Hier ist niemand. Egal, was deine Geschichte weiß, Bernulf. Ich muss zu König Erik. Das geht nicht mit den rechten Dingen zu. Wir kommen mit. Wir können bestimmt Hilfe gebrauchen. Jemand weiß, wer ich bin, was ich vorhabe und vor allem, dass ich hier bin. Da kann ich dir nicht beistehen. Du hüllst dich ständig in Schweigen und lässt uns in Unwissenheit zurück. Baldur, ich tue das, was ich tun muss. Vertrau mir. Das tue ich. Doch ich weiß nicht weshalb. Warum sollte ich jemandem in dieser ehrlosen Zeit überhaupt vertrauen? Kommt schon, ihr zwei! Wir sollten hier verschwinden.
Wie weit ist es von hier bis nach Medangard, der Stadt König Eriks? Wir müssen mit 10 Tagesmärschen rechnen. Ist es jetzt hell genug, Bernulf, um die Geschichte der Bauern zu erzählen? Was fürchtest du denn? Fürchten. Bis vor wenigen Jahren war dies hier ein friedliches Stück Erde. Denn König Erik regierte mit strenger, aber guter Hand. Doch dann kam das Unheil über uns. Zuerst wurden die Ernten durch einen harten Winter zerstört. Manche sagten, das sei die Rache der alten Götter, weil immer mehr Leute sich von dem alten Glauben abwenden und sich zum Christentum bekennen. Einige sprachen gar von Ragnarök, der Götterwelt. Und dann plötzlich tauchte ein Mann von dunkler, aber edler Erscheinung am Hofe des Königs Erik auf. Wie nannte sich dieser Mann? Man hörte 3 Namen: Fafnir, Blauchung und Grendel. Er wurde bisher nur einmal gesehen. Eben dann, als er an den Hof König Eriks kam. Seither vernimmt man nur dunkle Gerüchte von ihm. Gleichzeitig erschienen die dunklen Krieger, Uruloki, Teufel des Nordens. Sie seien unbesiegbar im Kampfe mit dem Schwert. Etwa 100 an der Zahl seien es, und sie hätten ihr Lager in den großen Mooren. Doch wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, plündern sie jetzt auch in Medangard. Grendel. Menschenwerk, das eines Ungeheuers. Der Mensch ist des Menschen schlechter. Glaub mir, ich habe solches bereits in meiner Heimat gesehen. Das Gleiche ist meines Vaters Reich widerfahren.